Recently, a student of mine, kürzlich hat ein Schüler oder Schülerin, who have mentioned for a number of years that has very difficult relationship with the father. Die ich schon sehr lange kenne, diese Person, die eine sehr schwierige Beziehung zu ihrem Vater hat. And he said, I can never imagine reconnecting with him. Er sagte zu mir, ich konnte mir niemals vorstellen, wieder Verbindung mit ihm aufzunehmen. Makes me angry. War so wütend. So you can, I don't want to go into the details, but imagine all the worst thing could have happened or how he perceived it and so on. But just you can feel it. You can feel the anger, deep anger. Und um ihn, ohne in die Details hinein einzusteigen, einfach nur den Zorn, diesen richtig dollen Zorn als solches zu spüren. And I can also see, you know, he's been following the teaching for some time. Und ich habe ja mitgekriegt, dass er die Belehrung eine Zeit lang oder schon eine ganze Weile verfolgt. And probably among many things, maybe that's one thing that he wanted to be helped with. Und unter vielen Gründen dafür war sicherlich, dass er sich davon Hilfe versprochen hat für seine Situation. And then recently he said, you know, is it possible, really possible? Neulich sagte er zu mir, ja, ist denn das wirklich möglich? I said, of course it's possible. Und ich sagte, auf jeden Fall ist das möglich. You have to trust yourself. Man muss sich selbst vertrauen. You have to be open to it. Und sich dem öffnen. And then I got a message saying, he had been practicing quite intensely and finally, one night he said he had a dream about me and my teacher, Lopan. Mm. And the next morning he said he felt like a very released. He felt like I can go and visit him. And then that's what he did. He took whole family and to go to visit him. He said, I saw a smile in him. I saw more kindness in him. I saw a different person. Because he was saying what he saw, he was not saying how he felt. Mm-hmm. But the point is, he felt the shift. And he saw the shift. He saw the change. So you have to feel the shift in order to see the change. And that's what happened. And that is like kind of amazing. Und auf jeden Fall hat er mir dann, hat wirklich praktiziert und dann hat er mir eine Nachricht geschickt davon, dass er geträumt hat von mir, sagt Rinpoche, und meinem Lehrer Lopen. Und nach diesem Traum er sich ganz erleichtert gefühlt hatte und plötzlich das Gefühl hatte, ja, er möchte seinen Vater besuchen und hat da seine ganze Familie dort mit hingenommen und hat mir erzählt, sagt Rinpoche, dass er wirklich auf jemanden gestoßen ist, der ihn angelächelt hat, dass wirklich jemand eine viel freundlicher war, dieser Vater, dass das einfach wie ein anderer Mensch war. Natürlich hat er mir nicht gesagt, sagt Rinpoche, wie er sich gefühlt hat, aber er hat auch gesagt, dass er eine Veränderung wahrgenommen ist, hat und eine Veränderung wahrnimmt. Die beruht darauf, dass man diese Veränderung in sich selbst zu spüren beginnt und dann verändern sich die Erlebnisse. Think about this in your life. Lasst uns das für unser Leben Things vorstellen. That you wished, Dinge, die wir uns wünschen. But you always said it's impossible. Wo man aber immer sagt, das geht aber gar nicht. Okay, maybe I'll tell one strange story, personal story. Ich erzähle hier vielleicht mal eine bisschen befremdliche Geschichte von mir. For last 20 years, about maybe almost 20 years, that I've been going to California twice a year to teach. Die letzten 20 Jahre bin ich jedes Jahr ungefähr zweimal im Jahr nach Kalifornien gefahren, um dort zu lehren. And somehow, of course, California, not weather is very good, but not always. Good, right? So, but somehow it happens that whatever the time I was going, it's always beautiful, perfect. Und natürlich ist es so, dass es in Kalifornien auch nicht immer schönes Wetter ist, aber irgendwie ergab es sich, dass wenn ich da war, das Wetter grandios war. And I every time when I leave, I feel sad, a little sad. Und jedes Mal, wenn ich da wieder weg musste, war ich irgendwie doch ein bisschen traurig. I can stay a few more days. So. Da habe ich gesagt, naja, bleibe ich noch ein paar Tage. And every time I dream about, okay, I wish, you know, I maybe spend a few months, a year, I can bring my family here. And people say, oh, you know, come in our house, we will move out in somewhere, you take our house for 6 months, anytime. Und dann habe ich so gedacht, da vielleicht kann ich... I keep those offers in my mind, you know.
Und dann habe ich gedacht, vielleicht kann ich ja mal ein, zwei Monate da bleiben. Und dann gab es Leute, die mir anboten, wir können irgendwie ein paar Monate woanders hinzuziehen und sie können in unserem Haus wohnen, vielleicht ein halbes Jahr. Das blieb mir so im Kopf hängen. But I, in my back, in my mind, I, it's like saying, no, it's not possible. Aber irgendwo ganz hinten in mir sagte jemand, nee, das geht nicht. So I said, of course, why is not possible? I have a reason, right? Our Lingmicha Institute is in Virginia. We put so much energy and effort, worked so hard to establish that for all these 20 years or whatever. And we have done a lot of great things there. How I can just leave everything and just move away in California, right? No, that's not possible. Und natürlich hat man ja immer sehr gute Gründe dafür, warum etwas auf jeden Fall unmöglich ist, wie hier ich in diesem Fall auch. Wir hatten halt Lingmicha in Virginia aufgebaut, das Zentrum, und so viel Energie da reingesteckt und so viel Mühe da reingesteckt, 25 Jahre oder 20 Jahre daran gearbeitet, das kann man doch nicht einfach zurücklassen und dann nach Kalifornien ziehen. And so one day, my last trip there, not the last trip before I moved there. Und dann bei meiner letzten Kalifornienreise, bevor ich dorthin zog, we're going to the airport. Waren wir auf dem Weg zum Flughafen. I'm feeling really quite open, you know. Und ich habe mich irgendwie doch relativ offen gefühlt. And my friends, we went to the cafe before the airport, and they said, why don't you move? Und mein Freund sagte dann zu mir, als wir im Café saßen am Flughafen, warum ziehst du nicht hierher? Talking with my wife. Und ich sprach mit meiner Frau am Telefon. And I said, talk to her, you know. Und dann sagte ich, ach, sprich du doch mit ihr. And she was in a good mood. Sie hatte gute Laune. And she said, of course, if you wanted to move, we can move. Und dann sagte sie, na klar, wenn du Lust hast, umzuziehen, ziehen wir um. And the conversation was short, you know. We would drink coffee and that was it. Didn't go much far. Und wir haben es irgendwie ganz kurz gemacht, haben einen Kaffee getrunken. We went, they took me to the airport. Und, at wrong terminal. Sind wir am falschen Terminal angekommen. Und ich musste rasen, um das Flugzeug zu erwischen. Das Flugzeug war aber weg. And I felt happy, plane left. Und ich war so glücklich, dass ich das Flugzeug verpasst hatte. And I noticed I'm so happy. Das habe ich bemerkt. A happy plane left. I missed my flight. I'm happy. Ich bin so glücklich, dass ich das Flugzeug verpasst habe. Das habe ich richtig crazy, gemerkt. No? Das war verrückt. People don't usually, they're not usually happy when you miss your flight. Gewöhnlich ist man nicht froh, wenn man sein Flugzeug verpasst and hat. I talked to myself, okay, if that how you, it makes you happy. Dann sagte ich mir, na, wenn dich das glücklich macht. What's holding? Do it. Was hält dich zurück? Mach's einfach. And the ticket counter said, oh, we'll fly you in 2 hours. I said, no. Tomorrow. Und dann am Ticketschalter wurde mir gesagt, na, in 2 Stunden können Sie fliegen. And I called my wife, she's saying, are you still with me? She said, yeah, you know, if you wanted to. I said, okay, we're moving. We're moving in a couple of months. Und dann habe ich wieder meine Frau angerufen und habe gefragt, bist du immer noch einverstanden? Und sie sagte, ja, okay, wenn du möchtest. Und dann habe ich gesagt, na gut, in ein paar Monaten ziehen wir hierher. So all these years, impossible thought. And never have even discussion with my wife or family planning anything like that. Just within 2 hours. Tatsächlich eben all diese Jahre, wo ich immer dachte, es ist unmöglich, und ich habe auch niemals mit meiner Familie darüber gesprochen. Und plötzlich in 2 Stunden fertig. You know, excited. Ist das aufregend? So in 10 days later I flew back, looking for house. 10 Tage später flog ich dann zurück. And even I went day earlier to the airport. You know, I thought just actually. I said, no, you're supposed to fly tomorrow. I said, oh, please let me just go today. I said, okay, we'll let you go today. Ich bin extra früh zum Flughafen gegangen, okay. Das mal. So what I'm saying is, whatever something that you deep inside, that something that you always say impossible. Was ich damit ausdrücken möchte, ist all das, was, wenn wir was in uns tragen, was wir wirklich doll uns wünschen, wo wir aber immer sagen, aber leider geht es nicht. And if you keep on saying impossible, it remains impossible for you, unless you change the language. Und dann bleibt es uns unmöglich, außer wir verändern unsere Art und Weise, selbst mit uns darüber Even zu verhandeln. Even a doubt. Maybe. Wenigstens ein kleiner Zweifel, der denkt, vielleicht. Impossible to maybe is a good shift. Es ist schon eine Riesenveränderung von auf gar keinen Fall zu beginning. Vielleicht. Das ist ein guter Anfang. And definitely, if you keep on
opening your heart and space, it will go to the right direction very fast, that you will surprise. Wenn man in dieser Weise sich öffnet für sein Herz und für diesen richtigen Raum und Weite in uns selbst, dann kann das sehr schnell gehen mit der Entwicklung. And that's how this openness changes the life. Und auf diese Weise verändert Offenheit das Leben. Mm-hmm.